Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir einen, geht mal weg alle, ein Part mit Volt geschlossen und jetzt müssen wir, wenn ich mich recht erinnere, irgendwo auf der Karte, ich glaube da hier, wo das Eisgebiet ist, ich habe irgendwie letztens hier noch mal kurz durchgelesen, wo wir müssen, zum, oh, da steht jetzt alles. Als sie zum Ausgang des Tempels gehen, werden sie von Orochi, einem Einwohner von Mizzou, erwartet, der ihm mitteilt, dass die Riot sich schon im Stützpunkt der Abtrünnigen befinden. Irgendwo in den eisigen Fjorden des nördlichen Kontinents. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, wir gehen noch mal kurz nach Mizzou, weil ich will da diesen einen Trank haben. Weil den sollten wir ja diesen einen Knirps ergeben, den wir in dieser einen Höhle oder Mine gefunden haben. Und, ach ja, genau, mir ist aufgefallen, irgendwie... Guck ich mal den Unterschied an zwischen Presea und Lloyd, ey. Das ist ja unmenschlich. Also ich nehme mal an, das kommt daher, weil... Naja. Ich würde mal sagen, die Leute, die aktiv im Kampf sind, die bekommen irgendwie mehr Erfahrungspunkte. Oder weiß ich nicht. Bin mir nicht sicher, egal. Jedenfalls werde ich jetzt erstmal die niedriger gelevelten Charaktere, wenn der Wunsch wahr wird. Da kommt eigentlich mit Mobs Geschwindigkeit direkt wieder angerannt. Ja. Da. Ich stört immer noch, dass ich das Bild nicht geändert habe von Persona. Den Titel Gesetz des Dschungelsalben. Los. Ja. Und jetzt geht es weg. Super. Ah. Ich hasse es, wenn das passiert. Das ist schon oft passiert. So. Gesetz des Dschungels. Der wahre Starke geht gegen jeden vor, auch gegen Schwächere. Die für Willensstarke. KP, Verteidigung und Fruchtwert kommt dazu. Warum nicht? Das möchte ich gerne das Skit wieder haben, weil das fand ich jetzt ein bisschen blöd, dass er durch den Kampf hier unterbrochen worden ist. Das ist ein bisschen blöd. Ja, gehen wir schnell nach Mizzou. Ja. Das ist schon oft passiert, dass irgendwie so Skits abgehakt worden sind. Nie wieder gekommen sind. Das nervt ein bisschen. Ja, geh mal weg. So, hier kann man sich so einen Mizzou-Trank herholen. Dieses Kind oder Kleine wollte ja irgendwie so einen Trank haben. Deswegen kaufen wir mal einen. Mizzou. Kaufen wir mal ein paar mehrere. Oder? Ich hoffe wirklich, das Ding ist immer noch da, weil wir haben jetzt Colette nicht mehr dabei und ich weiß jetzt nicht mal, ob Colette auch irgendwie anwesend war, als wir mit dem gesprochen haben, oder ob die anwesend sein muss, aber naja. Ich hoffe wirklich nicht, dass sie da sein muss, damit ich was auch immer da machen kann. Ich konnte entweder einen Mizzou-Trank oder irgendwas anderes abgeben. Aber bin ich mir jetzt nicht sicher, wie das ist irgendwie... Boah. Auch nach einer Stadt und dann irgendwie Trankname. Ich kannte auf jeden Fall einen Stadtname. Egal, irgendwann wird sowieso jemand angerannt kommen. Also ich habe wieder ein bisschen Infos und so reingekommen über diesen und jenes, über S-Typ, T-Typ, Mystiker und so. Ich habe irgendwie das Gefühl, jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele, ist irgendwie, keine Ahnung, muss ich irgendwie vollkommen neue Sachen lernen oder irgendwelche anderen Begriffe und was weiß ich, was ich irgendwie ins Spiel hier nicht so richtig erklärt bekomme. Und wo muss ich jetzt überhaupt noch meinen? Die Toys Mine war doch, ne? Hier, wo ist die? Was, wie konnte ich denn so weit? War nicht, hä? Wenn der Wunsch war, wird so sehr schnell. Presea! Hora! Megaifuda ga dekita yo! Sugoi desu! Tenshi no e ga hotte arimasu! Sekkaku Presea ga shinboku o totte kite kuretan da! Ore mo Coretto ga modotte kuru yoni tte negai o komenagara hotta yo! Okage de 3 kan kantetsu da ze! Ii deki da ne! Sa!
俺に願い事を書いてくれ。はい。うん。コレットが無事に戻りますように。これで完成だな。願い事が叶ったら、これを割って川に流すんだ。それまで大切に持ってるんだよ。え？割るのか、これ。そうだよ。それが願い札の使い方なんだから。それを早く言ってくれよ。せっかく一生懸命掘ったのに。Da ist schön Holz auch noch. So, wie komme ich jetzt nochmal dahin? Wie bin ich nochmal dahin gekommen? Warum bin ich so weit weg? Warte mal. Rückwärts durch den Fluss cruisen. Ah. So, irgendwo hier. Die Steuerung, die ist immer noch nicht. Nee. Aber naja, ich bin ja immer noch froh, dass es nicht eins dieser Spiele ist, wo auf dem Wasser irgendwie noch Gegner kommen. Also was kann ich überhaupt nicht leiden. Das ist einfach unlogisch. Ich meine, du kannst nicht einfach durch ein Schiff, mit dem Schiff irgendwie durch ein Meer durchfließe. Ich wollte das Fliegen sagen. Und da kommt direkt ein Skit. Ich bald meinen Gedanken im Kopf. Kratos no kotoba o shinjiru nara, Koretto wa Deliskaran ni tsurete ikareta wake dewa nai hazu yo.まだ希望はあるわ。そうさ、コレットがマーテルになっちまったら、私たちにはどうにもならないけど、今ならまだロディルから取り返せばいいだけなんだから。どうしてコレットばっかりこんな目に遭うんだ。クソ、ミコなんてクソくらいだ。やばいして。Können die nicht den anderen Auserwählten mitnehmen? Wie zum Teufel bin ich da hingekommen? Sie sind halt auf der anderen Seite. Ich habe weiter geradeaus machen. Hä? Mein Gott, meine Orientierungssinn. Was habe ich denn jetzt gerade überhaupt nochmal gesagt, ey? Das weiß ich jetzt auch schon nicht mehr. Ich versuche jetzt nachzudenken. Hä? Was habe ich nochmal geredet? Ich habe sogar nur vorgesagt. Wasserkämpfe. Ja, ich bin halt lächerlich irgendwie. Als ob irgendwie die Gegner so aufs Schiff aufspringen und einen überfallen oder so. Das finde ich irgendwie komisch. Naja, das ist nochmal ein Punkt. Da war doch aber irgendwas in Luft am Fliegen. Erinnerung! Riegel-san? Watashi no kao ni nani ka tsuite masu ka? Iya, nani mo tsuite nai ga. Demo sakki kara watashi no koto mite masu. Aa. Iya, nan demo nai. Sumanakatta. Warte. Okay. Ja, diese fliegende, was auch immer das ist. Ja, manchmal kommt es mir so vor, es kommen fast gar keine Skits und dann werden wir mit Skits bombardiert. Das ist irgendwie komisch, so. Ich hoffe wirklich, dieser eine Typ oder Typin oder was auch immer das war, ist immer noch da. Was ist dieser blaue Punkt? Eine Anlegestelle, was? Die grünen, grünen, genau. Die Orangen, das sieht fast so aus wie grün. Das sind die Gebiete, wo man hin kann, ne? Und die blauen nehme ich mal an, sind so Anlegestellen. Ja. Ey, was da? So, ich habe mir übrigens mal angeguckt, wie man ein Gemüsegrad einsetzt und da ist mir richtig schwierig geworden. Genau wie ein Test auf der Abyss mit den zweiten Mystic Arts, die man nach dem Durchspielen freischalten konnte. Ey. Genauso kryptisch hier einzusetzen, ey, und Voraussetzungen erst recht. Ey, das ist ein bisschen blöde. Ich weiß jetzt auch nicht auswendig für jeden. Ich weiß, dass man bei einigen irgendwie ja ein paar Angriffe mehrmals einsetzen muss, also eine hohe Benutzerrate haben muss. Und dass man bei einem bestimmten Waffen braucht und das ist schon wieder richtig nervig. Ach, da kann ich nicht genau. Wo war der nochmal? Also ja. Ich werde wahrscheinlich irgendwann mal zeigen, wenn ich die Chance habe. Aber so jetzt versessen darauf, bin ich jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt. Wenn es die Möglichkeit gibt. Aber so wie ich mich kenne, wird die Möglichkeit ergeben.
werde ich die irgendwann mal irgendwie einbringen. Ja, wie zum... Muss ich da rechts lang oder was? Ich weiß auch nicht mehr. Wohin gehst du? Nach rechts? Bitte geh nach rechts. Die sagt mir, du gehst nach rechts. Sehr gut. Okay. So, nee, lieber erst, wenn ich hier runter bin. Jetzt höre ich die ganze Zeit das Geräusch. So. So, das mit den Techniken ist auch immer noch irgendwie ein bisschen verwirrend. Warum sind die hier? Ich verstehe nicht. Mir wurde das alles hier für blöd schon erklärt, aber naja. Ich habe immer noch so die Vermutung, die blauen sind alles Sachen, die man lernen kann. Irgendwann. Oh mein Gott. Raging Beast. Also ich habe Raging Blast gelesen. Aber naja. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, das liegt irgendwie mit den Dingens hier. Den Benutzungen zusammen. Bei den Tales of the Abyss, ich weiß, ich tue sehr viel dieses Spiel zurückkommen, war es so, dass man, wenn man da noch, ich spreche mal vorsichtshalber, wenn man, weiß ich nicht, nee, hier, keine Ahnung, da konntest du irgendwie verbundene Arts freischalten, keine Ahnung, irgendwie sowas wie, du hattest zwei Angriffe, einmal Raging Blast und einmal Fangblade, und wenn du jeweils beide Angriffe 50 mal eingesetzt hast, dann konntest du einen Angriff freischalten, der nicht Raging Fangblade zum Beispiel nannte. Ich hoffe, dass das auch irgendwie so ist in diesem Spiel und wir haben irgendwas ausgelöst. Habt ihr nicht einen Trank dabei? Ja. Hier, Schluck. Ist das das? Ist das der Trank? Gut gemacht, ihr Nieten. Der ist ja sogar die Flasche auf. Was? Er schmeckt nicht besonders und dafür bin ich durch die Gegend gelatscht. Echt schwach. Ich gehe nach Hause, man sieht sich. Was zum Teufel sollte das denn? War das jetzt gut oder war das schlecht? So, was? Ich lade jetzt einfach mal. Und jetzt haben wir sehr viel Zeit verschwendet. Ich weiß nicht. Er hat ja gesagt, er will noch irgendeinen anderen Trank haben. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie der hieß. Ich werde ihn aber auf jeden Fall wieder erkennen, wenn ich ihn irgendwo sehe, in einem Laden oder was weiß ich. Also werde ich dann irgendwann mit beiden Tränken hier mal zurückkommen und gucken, ob sich da ein Unterschied ergibt. Kann ja nicht schaden. Hätten wir das erledigt. So. Jetzt können wir versuchen, in der Story weiterzukommen. Das ist auch mal immer so ein, ja, eine Frage, ob ich das schaffe. Ja, ich bin runter oder wieder. Bomben. Ich sag Bomben und ja, naja, kommt hier wirklich eine Bombe, spawnt hier durch meinen Handeln und dann denke ich mir, oh, warum habe ich das gemacht? Das war richtig blöd. Ich habe mich beinahe selber getötet, falls es überhaupt geht. Na, naja. So, raus hier. Aber sehr schön produktiv. Boah. Ich werde sowieso nochmal angegriffen, bevor ich das Schiff erreiche, ne? Ich werde sowas von nochmal angegriffen, bevor ich das Schiff erreiche, ne? Da wird sowas von einer angedüst kommen, bevor ich das Schiff erreiche, ne? Wow. Okay. Ich habe nichts zu sagen. Alles klärchen, dann gehen wir jetzt nach. Boah. Warum ist da oben so ein Stein? Ich könnte ja noch ein bisschen die Welt erkunden, jetzt wo wir sowieso schon nicht viel erreicht haben. Aber irgendwie komme ich dann nirgends hin. Aber die Kamera. Ja. Obwohl, vielleicht wenn wir die Rayards jetzt gleich bekommen, kann ich durch die Gegend fliegen, das wäre ein bisschen besser. So, oh Gott. Oh Gott, die Steuerung ist wunderschön. Wir werden auch noch durch hier so enge Pässe durch navigieren. Das ist nicht eine gute Kombination. Ich kann da nicht durch, glaube ich, oder? Doch, nee, weiß ich nicht.
Ah, Satten Dreck. Ey. Ah. Was soll denn mein Fuck, das Ding zu steuern? Es ist auch nicht gerade sehr schön, dass die Kamera irgendwie hier so in die Vogelperspektive hier schaltet. Wenn ich irgendwie näher rangehe. So, hier muss das doch richtig sein. Da, lass mich da hin, bitte. Ah. Na, na. Oh. Ma. Was ist das denn? Nein, da war es doch. Ma. Danke. Oh mein Gott, war das krank. Schriftpunkt Tete Holler. Hier lang. Hey, ist das nicht ein Abtrünniger? Keine Panik, der gehört zu uns. Unsere Leute haben die Abtrünnigen unterwandert. Das ist der einfachste Weg, um die niedergehende Welt von Silverhand auszukundschaften. Wow, ihr beobachtet also sogar Silverhand? Ich habe gerade Wachdienst. Bitte nehmt jetzt diesen Eingang. Na dann, jetzt hier rein und auf die Rayards. Haben wir es nicht etwas eilig, Lloyd? Regal, was ist mit deiner Stirn passiert? Haben wir es nicht etwas eilig, Lloyd? Doch, los geht's. Hey, Zellos ist verschwunden. Ja, super. Stimmt, wo steckt er denn bloß? Da ist er doch. Was wollt ihr eigentlich? Oh hey, Entschuldigung, dass ihr warten musstet, meine Zuckerpüppchen. Habt ihr mich vermisst? Wo warst du denn? Wir haben uns alle Sorgen um dich gemacht. Ich habe mich nur kurz in die Gegend umgesehen. Wir wollen doch in keine Falle tappen. Ah, der hat doch sowas von irgendwann ausgegeben, ich weiß es doch. Okay, starten wir das Abenteuer des großen Zellers mit seiner süßen Zuckerpüppchen. Ich werde euch den Infiltrationsvorgang erläutern. Bitte hier entlang. Hoffentlich können wir dann durch die Gegend fliegen, bitte. Zeit ist knapp. Ich mache es kurz. Der Rayards Hangar ist im innersten Teil der Anlage. Es gibt nur einen Zugang zum Hangar. Klingt wie ein Kinderspiel. Ich bin noch nicht fertig. Selbst wenn ihr bis zum Hangar kommt, wird das Tor geschlossen sein. Es ist also verriegelt. Ja, das ist auch eine Umschreibung für verschlossen. Mein Gott. Ja. Um das Schloss zu öffnen, müsst ihr einen Code eingeben. Okay, dann gib uns den Code. Bedauere, wir haben unser Mögliches getan, aber wir konnten den Code nicht in Erfahrung bringen. Aber wir haben herausgefunden, dass es 3 Codes gibt und dass jeder Code im Besitz einer anderen Abtrünnigen ist. Wir müssen diese 3 also erwischen und dann dazu bringen, uns die Codes zu verraten. Ja, ich werde zur Unterstützung hier bleiben. Wenn ihr etwas braucht, sagt mir Bescheid. Noch etwas. Selbst wenn ihr euch die Rails aneignen könnt, kommt ihr damit in ihrer derzeitigen Kondition wahrscheinlich nicht nach Silverhand. Warum? Das Dimensionstransfersystem der Rayards funktioniert durch Energiebereitstellung in den abtrünnigen Stützpunkten in beiden Welten. Mit Volt ist das Fliegen unproblematisch, aber ohne den Energieschub aus dem Stützpunkt. Also können wir nur von Silverhand auf Tetrala fliegen, weil die Rayards müssen schon aufgeladen gewesen sein. Wir hatten Glück. Wir haben keine Wahl. Im Moment brauchen wir eine Möglichkeit zu fliegen. Stimmt, beeilen wir uns. Okay, wenn die Flugsteuerung genauso beschissen ist wie die des Schiffs, ne? So, also hier nimmer. Ich hätte überhaupt was gekauft. Ja. Bin ich auch so ein Ausruh-Dingen. So, was haben wir jetzt wieder? Wo sind deine Eier? Nein. Okay, dann schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Was ist so? Na. Ich kann raus. Oh. Was ist denn los? Okay. Bislang wurden folgende Codes in Erfahrung gebracht. Wir haben noch nicht mal einen Code ausbekommen. Es müssen noch 3 Codes ermittelt werden. Viel Glück. Hast du mich gerade geheilt? Sehr schön. Na. Was zum? Okay. Wo war denn der Gegner? Ja, komm mal. So, setzen wir das Ding ein, was ich überhaupt nicht kann. So. Hey! Warte mal, Power Thrust.
Sehr schön. Ich habe mal was gemacht. Ich habe keine Ahnung wie, aber ich habe es geschafft. Und es wird nirgendwo angezeigt, leider. Okay, er hat Suncrust auf jeden Fall eingesetzt. Warum wird das nirgendwo angezeigt? Das ist Bullshit. Ja. Wow. Wenn ich jetzt noch wüsste, welchen Angriff ich mit China eingesetzt habe. Sonic Thrust eingesetzt mit Zellos. Das ist schon mal gut zu wissen. Irgendwie verdächtig aus. Oh, okay. Aha. Also durch den Spiel lassen mit den Rätseln sind sie jetzt überhaupt nicht scheu geblieben. Erfahrungsgeben wir Level 3, sehr schön. Ja, damit. So, wen geben wir die? Also nicht. China. E-Abwehr, Ewigkeit, Geist, Verlängerung. Rigo, Kombo plus, Wach plus, Ewigkeit, Geist. Und Zellos. Ja, gehen wir mal China einfach. So, sie hat S-Typ. Ewigkeit. Ja, ne, ich hab doch auch irgendwie was zum. Ich will mal hier irgendwie so was einsetzen. Ich brauche sie aber was voll geiles, weil ich hier so Verteidigungsdinger hab. So. Ich hab 4 Charakter auf Dingens. Auf. Weiß ich nicht. Schlag und 4 auf Technik. Ich weiß aber nicht, was passiert, wenn Kratz irgendwann wiederkommt. Ich glaube irgendwie nicht, dass der wiederkommt. Irgendwie habe ich so das Gefühl, Zellos hat ihn vollkommen ersetzt. Er hat die gleichen Ausrüstungen und so. Aber die gleichen Techniken. Was die gleichen Techniken. Den glaube ich nicht. Aber mal sehen. Ich werde überlegen, wenn es falsch ist. Falsch ist. Ja, ich habe Spaß, schon China sagen, Versailler zu steuern. Okay, China, Speicherkristall. Sehr schön. Okay, China hat nichts gelernt, also nichts bekommen. Warum zur Stärkung Vitalität? Entschuldigung. Verlängert die Dauer von auf Karten basierenden magischen Sprüchen. Okay. Muss ja irgendwelche Kombinationen geben. Okay, hier ist nichts. Also nicht dann. Ich mag gerne. So, Speicherpunkt. Wenn man mich lässt. Man mich lässt man nicht. Aber was? Was war das denn jetzt? Ich bin da irgendwann auf die Zauber. Immer noch nichts gelernt. Inventarwerf mit der Schande Inventartanken. So. Müssen auch rumexperimentieren. Gehen wir mal zurück zum Speichern erstmal. Und lassen wir uns heilen, ne? Ha! Können wir gut trainieren. Geil. Ich werde jetzt erstmal hier speichern und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!